Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch eure Konstellationen des Monats führen. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen von euch, die im Januar Geburtstag haben. Vielleicht startet ihr ein bisschen erschöpft ins neue Jahr, weil ihr wahrscheinlich wild gefeiert habt über das Silvesterwochenende. Der Mond stand im Wassermann, steht auch am 1. Januar noch im Wassermann. Gut für euch, die Venus auch dabei. Ihr hattet bestimmt Spaß. Die Sonne steht allerdings für euch im 12. Haus und das kann eben anzeigen, dass man so ein bisschen müder ist als sonst, dass man sich gerne öfter mal zurückziehen will. Und wenn ihr das spürt, dann tut das auch ruhig. Die Liebessterne fangen dann um die Monatsmitte rum an zu funkeln und dann richtig. Damit kommen wir zum Erlebnishintergrund für die Wassermanngeborenen. Für euch steht diese Spannung zwischen Uranus und Jupiter sehr prickelnd, denn die steht im positiven Aspekt zur Wassermannsonne und deswegen habt ihr jetzt richtig was davon. Ihr trefft viele Leute, ihr könnt interessante neue Bekanntschaften schließen, vielleicht auch hier mit Jupiter in Neun aus einem fremden Kulturkreis oder durch eine kleine Reise oder auch eine große Reise. Und man hört euch zu, ihr wisst ja auch immer viel, ihr seid immer gut informiert und habt außerdem auch ganz witzige Ideen. Also da habt ihr jede Menge prickelnde Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Und um die Monatsmitte wird das dann sogar nochmal richtig aktiviert. Und dieses Ganze steht dann auch noch im positiven Aspekt zu Saturn, das kriegt ihr auch noch mit. Und alle diese Planeten, die stehen ja hier in einem ziemlich exakten Aspekt, wirken deswegen ungefähr auch gleichzeitig auf die Geburtstagskinder ein, die zwischen dem 7. und dem 15. Februar Geburtstag haben in diesem Monat. Dann haben wir noch, was vielleicht auch ganz interessant ist, das Quadrat zu Lilith, also Lilith in Spannung zur Wassermannsonne. Das kann Probleme mit einer weiblichen Chefperson anzeigen oder überhaupt berufliche Probleme, die durch Frauen oder Kollegen verursacht werden. Also es muss noch nicht mal böse gemeint sein, aber da sollte man drauf achten. Es kann eben zu Situationen kommen rund um Frauen, die eine gewisse Herausforderung darstellen. Es kann auch passieren, dass ihr vielleicht mit jemandem flirtet aus der Chefetage und dass das nicht so ganz ungefährlich ist. Und das spüren jetzt besonders diejenigen, die zwischen dem 12. und 19. Februar Geburtstag haben. Genau. Ja, dann sind wir auch schon bei den aktuellen Konstellationen für euch. Das Thema des Monats wird ja schon vom Neumond am 29.12.2016 ein bisschen vorgegeben, weil der ja auf die nächsten 4 Wochen dann den Ausblick gibt. Und der fand jetzt oder findet jetzt für euch im 12. Haus statt, also im Haus des Okkulten und Spirituellen und Verborgenen. Also alle Wassermanngeborenen, die spirituell unterwegs sind, bekommen jetzt besondere Impulse, können ihre innere Stimme sehr gut wahrnehmen. Und weil der Pluto dabei steht, geht es auch so ein bisschen um die Kraft der Gedanken. Vielleicht kennt ihr dieses Konzept vom Gesetz der Resonanz. Das bedeutet, was ihr denkt und worauf ihr euch fokussiert, das zieht ihr in euer Leben. Oder andersrum, ihr könnt eben auch diese Resonanz erzeugen, wenn ihr etwas anstrebt. Also es ist eine starke Konstellation für verborgene Gedankenkräfte. Darüber könnt ihr mal ein bisschen meditieren, dann zu dem Neumond. Außerdem kann es auch anzeigen, dass man durch die Kraft der Gedanken zum Beispiel zur Heilung kommt. Ne? Das 12. Haus gehört auch zur Heilerachse und also Heilung durch die Kraft der Gedanken kann auch ein Thema für euch werden diesen Monat. Genau. Ja, dann nächste Konstellation am 3.1. Da geht dann die Venus aus dem Wassermann raus, wo sie ja euch begleitet hatte im Dezember und geht dann in die Fische rein und damit in euer zweites Haus. Da ist sowieso ziemlich viel los. Da haben wir auch Neptun langfristig stehen. Das bedeutet, dass der Neptun, das zeigt so ein bisschen an, dass ihr vielleicht beim Umgang mit dem Geld ein bisschen verträumt oder lässig seid oder auch nicht so genau hinguckt, aber andererseits, dass vielleicht auch manchmal auf geheimnisvollen Wegen das Geld zu euch kommt und ihr wisst gar nicht, wie euch geschieht. Nur es fällt euch eben auch ein bisschen schwer, das Geld dann festzuhalten. In diesem Monat habt ihr aber Mars dabei. Das ist ein guter Impuls, also Geldangelegenheiten jetzt mal in Ordnung zu bringen. Und wenn noch die Venus dazukommt, ist auch noch mal toll. Natürlich auch für euch selber, für den Körper, um sich was Gutes zu tun, aber vielleicht auch um was Schönes zu shoppen oder auch um was geschenkt zu kriegen. Ne? Vielleicht habt ihr auch ganz tolle Weihnachtsgeschenke bekommen. Also so schlecht ist das nicht, auch wenn die Venus dann nicht mehr in eurem Zeichen steht. Genau, dann gibt es eine prickelnde Konstellation für euch.
am 5. und 6., wenn nämlich der Mond im Widder steht und damit dann hier diese Prickelkonstellation anheizt nochmal für euch. Also das ist nochmal ein Zeichen dafür, dass vielleicht um die Zeit eine tolle Zeit ist, Leute kennenzulernen, also für Singles und dann auch so in der unmittelbaren Umgebung gucken. Also da braucht ihr gar nicht groß in die Ferne für zu schweifen, obwohl die Ferne auch sehr gut steht im Horoskop. Könnt ihr euch also aussuchen. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr zu Hause bleibt oder in die Ferne schweift. Und außerdem ist Uranus auch der Planet des Internets. Das heißt, Internet-Dating steht auch für Wassermann-Singles unter sehr guten Sternen, auch im Januar. Genau. Ja, das ist dann übrigens auch die Zeit, wo diese kritische Phase beginnt, 5. bis 12. Januar, die für viele Sternzeichen problematisch ist, für euch aber nicht so sehr. Ja, die Wassermanngeborenen, die stehen im Januar gut da und sind dann manchmal auch als gute Freunde sehr wichtig und gefragt. Und viele werden sich wahrscheinlich mit euch unterhalten wollen, was denn so los ist, weil ihr ja auch immer so gut informiert seid und so viel wisst und euch für alle möglichen Dinge interessiert. Und man hört euch eben auch gerne zu. Genau. Natürlich kann es sein, dass ihr Planeten im Steinbock habt im Geburtshoroskop. Ne? Dann wärt ihr davon auch betroffen. Es wäre vielleicht ganz gut, sich da mal ein Geburtshoroskop zu besorgen, um zu gucken, weil wenn ihr jetzt sagt, Mensch, also so toll ist es aber für mich gar nicht, dann liegt das an diesen anderen Einflüssen. Die Wassermannsonne selber steht sehr gut da, eigentlich fast das ganze Jahr über. Genau. So, am 8.1. ist auch noch sehr wichtig, da wird der Merkur wieder direktläufig. Nachdem er ja vorher rückläufig war, und zwar im Zeichen Schütze, das steht auch günstig für euch noch bis zum 12.1. Dann geht der Merkur auch für euch ins 12. Haus und dann ist es wieder eine Zeit, wo man gut auf die innere Stimme hören kann. Wo ihr also, wenn ihr vielleicht manchmal ein bisschen konfus seid, dann einfach ein bisschen runterschalten, vielleicht auch ein bisschen die Antennen nach außen mal mehr so auf nach innen richten. Und dann kommen eben ganz wichtige Botschaften aus euch selbst heraus, aus dem Inneren, aus den geistigen Welten. Genau. Ja, dann, wie gesagt, 12.10. ist ja dann dieser krasse Vollmond, der sich bei euch übrigens auch hier auf der Achse, Heilerachse, abspielt. Hier 6. Haus Gesundheit, 12. Haus spirituelle Heilung, also sehr wichtig für alle spirituellen Wassermänner. Und vielleicht, wenn ihr euch am Anfang überlegt habt bei dem Neumond, welche Gedanken könnten euch heilen, dann werden hier vielleicht schon die ersten Ergebnisse sichtbar jetzt zu Vollmond. Ist übrigens auch eine tolle Zeit, um Reframing zu betreiben. Reframing kommt aus der Psychologie und bedeutet, dass man sich Erlebnisse, die unangenehm waren, nochmal in einem neuen Zusammenhang überlegt und dem Ganzen einen neuen Rahmen gibt und dadurch auch nochmal eine neue Sicht der Dinge bekommt. Das wäre für euch auch interessant für den Vollmond. Dann kommen zwei Top-Tage für euch am 13. und 14. Das ist nämlich der Mond im Löwen und damit in eurem Partnerhaus. Und ja, bildet dann hier auch noch eine super schöne Konstellation auch wieder zu. Der Prickelachse hier für euch, also sehr spannend für Singles, für neue Begegnungen oder eben auch, wenn man einen festen Partner hat, um mit dem was Schönes und Witziges zu unternehmen. Und da das auch noch ein Wochenende ist, der 13. und 14., kann ich euch nur raten, da was Schönes zusammen zu machen oder vielleicht werdet ihr auch auf eine Party eingeladen. Dann solltet ihr da auch hingehen. Genau, dann gibt es noch zwei schicke Top-Tage für euch, nämlich am 18. und 19. Da ist der Mond in der Waage aktiviert, Glücksplanet Jupiter, der sowieso gut für euch steht. Also alle Konstellationen, die sowieso gut stehen, werden dann nochmal schön aktiviert für euch, für die Liebe, für das Kennenlernen neuer Leute. Oder überhaupt für schöne Aktivitäten zusammen. Und hier ist ja auch das Pläne machen. 9. Haus ist Pläne machen. Also das steht ja auch fast das ganze Jahr für euch unter guten Sternen. Also wenn ihr einen festen Partner habt, macht Pläne für eure größere Zukunft. Eben besonders hier auch am 18. und 19. oder eben insgesamt. Könnt ihr auch die ganze Zeit machen eigentlich. So, dann sehr wichtig für euch, am 19.01. um 22:23 Uhr tritt die Sonne in den Wassermann. Und dann wirft sie natürlich ein Schlaglicht auf das Zeichen Wassermann dann einen ganzen Monat lang. Es stärkt eure Vitalität, ihr kommt in Schwung. Wäre eine tolle Zeit, um vielleicht auch eine Reise zu machen. Gerade auch der Februar, wo wir dann super schöne Liebessterne kriegen, die auch für euch super gut stehen. Solltet ihr euch das echt überlegen, zumal ihr ja eben Jupiter, den Planet der Fernreisen, hier so gut gestellt habt. Also vielleicht unternehmt ihr was zu Valentinstag. Besucht eure Angebetete, euren Schatz oder ladet jemand ein. Also auf jeden Fall ist das so eine Konstellation, um
rauszugehen und den Horizont zu erweitern. Genau. Ja, und dann ist eben auch das Wochenende 28. und 29. noch top für euch. Denn dann haben wir den Neumond im Wassermann. Der betont dann erst auch nochmal euer eigenes Wesen, euer Zeichen. Also könnt ihr, indem ihr über euch selbst reflektiert und nachdenkt, wo es für euch hingehen soll, schon viel erreichen für den Monat drauf. Im ersten Haus, also da geht es wirklich um euch. Ne? Was wollt ihr? Was ist euch wichtig? Natürlich, wenn ihr die Liebe sucht, könnt ihr darüber auch nachdenken, neue Pläne machen. Also das ist eine schöne Konstellation für euch. Und dann tritt auch noch der Mars in den Widder ein, steht damit in einem positiven Aspekt zur Wassermannsonne, bringt euch Schwung und läutet eben einen ganz tollen Monat ein, den nämlich den Februar, wo die Liebessterne für euch dann noch mal besser stehen. Tja, da kann man doch nicht meckern. Ja, meine lieben Wassermanngeborenen, wie gesagt, ne, wenn ihr jetzt sagt, oh, so gut ist es, da fühlt sich aber gar nicht an für mich, dann habt ihr vielleicht Positionen im Steinbock. Zum Beispiel könnte ja eine Venus im Steinbock stehen und da würde Pluto draufstehen, dann wäre das schon wieder, könnte das schon wieder auf Liebesdesaster hindeuten. Dann müsstet ihr euch vielleicht eben doch mal euer Geburtshoroskop bei mir holen. Oder vielleicht auch mal eine Beratung, so eine Initiativberatung. Und wenn man die dann einmal hat und sein Horoskop gut kennt, dann kann man natürlich auch mit den Monatshoroskopen noch mehr anfangen. Das wäre ein Tipp. Sonst macht doch einfach bei meiner Verlosung mit. Auch diesen Monat gibt es wieder eine Beratung, 15 Minuten Kurzberatung zu gewinnen bei mir. Da könnt ihr vielleicht auch dann schon alles erfahren, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Könnt ihr hier, oder war es hier, also auf eins der Kästchen klicken und dann habt ihr den Kanal abonniert und dann seid ihr dabei. Ne? Ansonsten habe ich eben hier auch die Infos abgebildet, wie ihr zu einer Beratung kommt über meine Webseite. Ihr könnt auch mich auf meiner Hotline erreichen. Ich habe jetzt eine Hotline, wo ihr zum Minutenpreis von 2,99 mit mir telefonieren könnt. Dazu ruft bitte erst auf meinem Kundentelefon an, was unten drin steht in der Videobeschreibung oder im Schlussbild, um einen Termin zu machen und zu gucken, ob ich auch da bin und Zeit habe. Und dann kriegt ihr die Nummer und könnt mich da anrufen. Aber ihr könnt natürlich auch einen regulären Beratungstermin machen. Ach ja, und im Januar fängt meine neue Workshop-Reihe, mein neuer Kurs an, Astrologie der Liebe, Liebe und Beziehungen im Horoskop. Da könnt ihr lernen, wie man Partnerhoroskope selber deutet. Ist schon für Fortgeschrittene, also schon für Leute, die sich schon auskennen mit Astrologie und die schon wissen, wie ein Horoskop funktioniert. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich habe am 28. Dezember ein kostenloses Infowebinar dazu, beziehungsweise wenn diese Zeit jetzt vorbei ist, dann könnt ihr dann auch dieses Video euch kostenlos angucken. Das verlinke ich auch hier, um euch zu informieren. Und der Kurs würde am 28. Januar zum Neumond im Wassermann starten. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich euch alles gesagt. Dann habt viel Spaß mit den für euch doch sehr, sehr prickelnden Sternen. Alles Gute und falls ihr Geburtstag habt, lasst es krachen.